Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, traditionell eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Tina und Tina ist 19 Jahre alt. Hallo Tina. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass mein Freund transsexuell ist. Mhm. Und er von vornherein eigentlich gemeint hat, ja, er möchte keine Beziehung. Aber im Laufe der Zeit haben wir uns dann doch ineinander verliebt. Wie alt ist denn dein Freund? 23. Ja. Und wie lange seid ihr schon zusammen? 3 Monate. Ach so. Ganz, ganz frisch. Ja. Ich habe gerade einen Satz akustisch nicht verstanden. Wusstest du das von Anfang an, dass er transsexuell ist? Nein. Nein. Wann hat das dir gesagt? Noch gar nicht so lange her, ich glaube so vor 4 Monaten. Also aber bevor ihr dann in die Beziehung reingegangen seid, schon? Ja. Ja. Und also er hat von vornherein immer gemeint, ja, er hätte was, aber er könnte nicht sagen was. Mhm. Und er hat gemeint, ja, ich habe da schon gemerkt, dass da irgendwas ist, aber ich konnte halt nicht sagen, was es ist. Also ja. Gerätselt ohne Ende, aber... Als er dir dann gesagt hat, du bist 19 Jahre alt, hier, ich bin transsexuell, wie hast du denn das empfunden? Wie hast du da reagiert drauf? Er hat mir nicht gesagt, er konnte es mir nicht sagen. Er hat es immer wochenlang rausgeschoben. Und da habe ich gemeint, du, jetzt sagst mir endlich, ich mag es nicht mehr so in der Luft schweben. Mhm. Und er hat mir dann auf den Zettel geschrieben. Ach so. Und hat dann gemeint, ja, wenn ich weg bin, lest das mal. Und hat sich umgehauen? Ja. Hast du überhaupt richtig kapiert und realisiert, was das bedeutet, transsexuell? Nein. Nee. Also ich habe gedacht, er will mich verarschen, das ist einfach nur ein Scherz. Das ja, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten kommt man ja auch oftmals durcheinander. Die Frage, steht er jetzt auf Frauenkleider? Ist er schwul? Oder wie hat das denn, wie lange hat es gedauert, bis dir richtig klar war, was da los ist mit deinem Freund? Hat er es dir dann erklärt? Es hat sehr lange gedauert. Also es hat bis vor einem Monat gedauert, bis er mit der Sprache rausrückte. Mhm. Ich habe mich versucht, im Internet schlau zu machen, ja, mit einer Seelsorgerin zu sprechen, die in der Familie ist. Ja, aber ich durfte halt auch mit keinem reden, weil ich bin die erste Person, die es weiß, außer seinen Therapeuten. Mhm. Also er ist schon in einer Therapie? Ja. Mhm. Also transsexuell heißt, sagen wir es nochmal, erklären wir es nochmal, das ist ein Mensch, der das Gefühl hat, im falschen Körper zu leben. Genau. Ne, der lebt in einem männlichen Körper, aber fühlt sich eigentlich als Frau. Genau. Und er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass das so ist bei sich? Ja. Mit dem Fernziel, dass er irgendwann sich operieren lassen möchte? Er sagt, dass er es nicht ausschließt. Wie ist eure Sexualität miteinander? Wir haben keinen Sex miteinander. Bitte? Wir haben keinen Sex miteinander. Noch nie gehabt? Nein. Weil ich nehme die Pille nicht und er hat halt gemeint, mit Kondom geht halt nicht. Warum nicht? Weil er sich davor ekelt und dann die ganze Erotik weg ist. Aha. Wo wir uns dann halt so streicheln und ja. Also so Petting-mäßig? Ja. Also das führt aber schon dazu, dass ihr beide zum Orgasmus euch bringt? Ja. Ja. Das schon. Wie ist das für ihn, mit dir zu schlafen? Für ihn, der in einem männlichen Körper ist? Hat er das dir erzählt? Nein. Wenn ich ihn auch frage, macht er dann meistens so, können wir nicht das Thema wechseln. Also es ist ihm sehr unangenehm. Mhm. Hast du das Gefühl, in der erotischen sexuellen Situation, dass ihm das Spaß macht? Manchmal ja. Es ist immer unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, er macht es halt, um mir einen Gefallen zu tun. Mhm. Und manchmal denke ich, ja, er macht es, weil es ihm auch Spaß macht. Mhm. Also ja. Also manchmal wird er auch dadurch erregt und es gefällt ihm dann auch. Aber manchmal wird er auch nicht erregt? Nein. Das ist dann immer so wie ein Drahtseilakt. Ich habe gehört von transsexuellen Menschen, die sich bei mir hier gemeldet haben, dass, also bei Männern beispielsweise, dass sie eine sehr ablehnende Haltung ihrem Geschlechtsteil gegenüber haben. Ja. Dass sie das irgendwie gar nicht mögen und gar nicht anfassen wollen und so weiter. Ja, so
nur das Allernötigste. Mhm. Küsst ihr euch? Seid ihr zärtlich miteinander? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Was ist das für dich für ein Gefühl? Eigentlich bin ich da ja mit einer Frau zusammen. Das ist ganz schwierig. Also dadurch, dass er jetzt auch bald Hormone nimmt, weiß ich, dass er keine Kinder mehr kriegen kann. Mhm. Und wo ich eigentlich denke, ja, das ist halt schwierig, weil das war mein größter Wunsch, Kinder zu kriegen. Und das soll jetzt auf einmal nicht mehr sein. Mhm. Also es ist schon schwierig, damit umzugehen. Mhm. Das heißt, er nimmt Hormone. Das bedeutet, dass die Therapie und die Betreuung schon so fortgeschritten ist, dass sein Körper sich dann auch verändern wird. Also das wird sich ändern, ja. Also er ist noch dabei, die ganzen Formulare und was man da alles braucht zu beantragen und in Kliniken und solche Sachen. Ja. Liebst du ihn? Ja. Willst du bei ihm bleiben? Ja. Das heißt, du nimmst in Kauf, dass du bald, auch wenn er noch nicht operiert ist, aber du bist dann bei der Verwandlung dabei, wenn er sich zu einer Frau mutiert. Ja. Wenn er Brüste bekommt. Ja. Wenn er sich vielleicht auch wie eine Frau anzieht. Er hat gemeint, so in Frauensachen echt nie Sinn. Er trägt so gerne Hip-Hopper-Sachen, weil das eigentlich ziemlich geschlechtsneutral ist. Mhm. Gut, aber der Körper wird sich verändern. Der Körper wird zu einem, allmählich, auch wenn, wie gesagt, wenn er noch nicht operiert ist durch die Hormonbehandlung, wird es zu einem weiblicheren Körper. Ja. Das macht ja nichts aus. Es ist schwierig, wo ich mir denke, schaffe ich das? Kriege ich das mit meiner Liebe hin? Wie wird mein Umfeld, die mich bis jetzt kannten, darauf reagieren? Mhm. Das sind alles so Fragen, die in mir kreisen und die mich oft nachts wach im Bett liegen lassen. Glaube ich, ja. Auch die ganz, ganz profane Frage, erregt mich das dann noch? Also die du dir wahrscheinlich auch stellst, die Frage. Ja. Oder ich gehe mir davon aus, dass du heterosexuell bist? Ja. Ja. Mhm. So, und jetzt spinnen wir mal noch weiter. Das geht nicht von heute auf morgen, aber vielleicht wird es irgendwann so sein, dass er eine Operation machen lässt. Ja. Was ist dann? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht alles im Moment auch noch zu früh überlegt. Ihr seid immerhin erst 3 Monate zusammen. Ja. Ne? Also wir reden ja nicht von einer dicken, langen Beziehung jetzt, sondern von einer ganz frischen. Und wenn du ihn jetzt so liebst, wie er ist, ist wahrscheinlich das Klügste, einfach zu sagen, okay, ich lasse mich darauf ein und beobachte mich auch, wie weit ich gehen kann und wie weit ich das mittragen kann. Ja. Also ich habe auch damals, als wir noch nicht zusammen waren, habe ich immer gesagt, ich bin immer für dich da. Ich stehe das durch, was immer das auch ist. Mhm. Und wir hatten auch jetzt öfters mal einen Streit gehabt, wo ich dann gesagt habe, du, Beziehung kann ich nicht mehr. Ich sage, ich bin aber weiterhin als Freundin da. Mhm. Und dann hat er mich dann doch wieder um den Finger gewickelt irgendwie. Mhm. Das ist bei Transsexuellen ja immer kompliziert, sich da reinzudenken. Das heißt, er ist von der Veranlagung her eine lesbische Frau. Ja. Ne, so muss man das dann das denken. Er ist jetzt im Körper eines Mannes, er ist aber mit dir zusammen, er liebt dich, sagt er das? Ja. Mhm. Also er sagt auch, dass er eine Zukunft sich mit mir vorstellen kann. Das heißt, er würde gerne als Frau mit dir zusammen sein. Ja. Ja, das heißt, dass er dann ja eine lesbische Veranlagung hat. Gut, aber das ist jetzt Schnee von übermorgen, ne? Da müssen wir noch gar nicht drüber sprechen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß, dass es Selbsthilfegruppen gibt für transsexuelle oder Menschen oder mit einer transsexuellen Identität. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es Selbsthilfegruppen gibt von Angehörigen oder von Partnern dieser Leute. Das weiß ich nicht. Wenn du möchtest, kann meine Psychologin sich mal eben schlau machen, mit dir auch noch ein paar Worte sprechen und vielleicht können wir dir da was vermitteln und du könntest dann mit anderen mal Kontakt aufnehmen. Oh ja, das wäre super. Ja? Ja. Versuchen wir das mal. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an und dann gucken wir weiter. Jo, ich bedanke mich. Alles Gute, alles Liebe. Danke. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist Promi-Tag, also jetzt quasi heute Samstag. Samstag um 23.45 Uhr ist mein prominenter Gast, die Schauspielerin und der Fernsehstar, Sophie Schütt. Sophie Schütt ist bei mir um 23.45 Uhr heute am Samstag im WDR Fernsehen.
Und Sophie Schütt stellt sich euren Fragen und meinen Fragen. Und wenn ihr gerne mit der Sophie Schütt sprechen wollt, über ihren Beruf, über ihr Privatleben, über das Fernsehen als über das Thema als Fernsehstar, dann könnt ihr morgen anrufen, eine Stunde vor der Sendung, während der Sendung, oder heute schon mailen unter domian@wdr.de. Sophie Schütt, mein Gast, heute Abend im WDR-Fernsehen, Samstagabend um 23.45 Uhr. Die schöne Sophie Schütt. Hier ist Markus. Markus ist 26 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Domian. Ich wollte sagen, also ich finde deine Sendung echt klasse. Dankeschön. Und ich gucke die abends immer und mein Thema ist also eine Zwangsstörung. Ich leide seit 16 Jahren unter einer Zwangsstörung. Ja, seit 16 Jahren. Das heißt, mit 10 Jahren hat das angefangen. Richtig, Anfang der Pubertät. Was ist das? Das fing erst ganz harmlos an, meinetwegen in der Klassenarbeit, dass ich, wenn ich meinetwegen Rechenaufgaben gemacht habe, dass ich die immer durchgerechnet habe, zigmal, und hatte dann zwar auch zwei richtig, aber weil ich so lange an den Aufgaben gesessen habe, war halt dann das so schlimm, dass die anderen schon fertig waren und ich dann trotzdem eine 5 bekam. Ach so. Obwohl du es gekonnt hast? Obwohl ich es gekonnt habe. Ja. Also es waren dann halt die Gedankenzwänge. Und also war der Gedankenzwang, ich muss es nochmal rechnen und nochmal rechnen und nochmal rechnen. Richtig, richtig. Mhm. Und das sind ja nicht nur die Gedanken, sondern auch Waschzwänge, dass ich mit sich mal am Tag die Hände wasche. Wie oft? Es kommt immer auf die Situation an. Also letztens ist mir etwas passiert, da habe ich jemandem die Hand gegeben und dann wollte ich mich mit denen an den Tisch setzen und so, und das ist Essen im Restaurant und das hat mich so nervös gemacht. Ich habe geschwitzt und Unruhe gehabt. Mhm. Ich bin erstmal, habe gesagt, ich muss jetzt erstmal auf Toilette gehen und habe mir dann erstmal die Hände gewaschen. Ja. Weil durch den Handdruck du das Gefühl hattest, da sind irgendwelche Bakterien oder Viren von dem Typ. Richtig. Und da kann ich jetzt nicht essen. Dass ich dann irgendwie eine Krankheit kriege oder so, obwohl die Hände sauber waren. Mhm. Das sind alles solche Sachen, die sind total Nonsens und Blödsinn. Das weiß ich selber, aber ich komme da einfach nicht gegen an. Jetzt auch noch ein paar andere Beispiele. Also Waschzwang, das heißt, du wäschst dir sehr oft die Hände. Richtig. Was noch? Und dann meinetwegen auch, wenn ich die Wohnung verlasse oder dann gucke ich nach, ob der Herd aus ist, zigmal, dann gehe ich. Guck nach, überzeug mich auch, sehe, alles ist auf Null, aber ich drehe mich gerade um und dann habe ich so das Gefühl, ich bin mir total unsicher. Vielleicht ist es doch nicht auf Null, ja genau. Und das mache ich dann nicht einmal oder zweimal, bis zu 30, 40 Mal. Ich bin da wirklich eine halbe Stunde daran zugange und das ist manchmal so bekloppt, obwohl ich weiß, dass es Unsinn das, ist. Das muss man sich mal vorstellen, wenn du sagst 30 bis 40 Mal, wenn du aus dem Haus gehen willst und 30 bis 40 Mal immer wieder zurückläufst und guckst, ob der Herd auch wirklich aus ist. Das muss man sich mal so als jemand, der nicht betroffen ist, mal vor Augen halten. Ist das bei der Tür genauso, dass du, wenn du ein paar Meter gegangen bist, überlegst, habe ich die Tür auch abgeschlossen? Habe ich die Tür auch zugezogen? Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann die Tür zugezogen habe, ich schließe sie zweimal immer ab, und dann tue ich den Schlüssel nochmal rein, um zu gucken, ob es auch richtig zu ist. Mhm. Und dann fasse ich die Tür immer noch 4, 5 Mal an, um zu gucken, ob sie auch wirklich zu ist. Und dass die Leute sehen das und die denken, ich weiß nicht, ob ich bekloppt bin oder so, ich weiß es nicht, das ist einfach grauenhaft. Diese gedanklichen Zwänge, die du gerade beschrieben hast aus der Schule, gibt es die heute auch immer noch? Ja, total, total gravierend im Moment. Noch. Worauf beziehen die sich? Jetzt im Moment so auf Gespräche, also es wechselt auch immer. Einmal ist es Gespräche, dann kommt es auch, das hat mit der Tagesverfassung auch was zu tun. Wenn ich sowieso nicht gut drauf bin, dann ist das noch stärker. Erklär mir das mal mit Gesprächen, was heißt das? Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so wie mit dir jetzt. Ja, und was für ein Zwang? Ich denke auch drüber nach, was habe ich gesagt und so, und halt genau das ganze Gespräch rekapituliere ich nochmal. Das heißt also, es kann passieren, im schlimmsten Falle, wir unterhalten uns jetzt gut und es ist ja gut gemeint von beiden Seiten, aber du liegst vielleicht jetzt nachher eine Stunde wach im Bett und spielst dieses ganze Gespräch nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch. Richtig, richtig. Ich durchdenke das nochmal. Was habe ich gesagt? Was hat mein Gesprächspartner gesagt? Habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte? Habe ich keinen beleidigt oder gekränkt? Habe ich richtig reagiert? Richtig. Sowas. Also es ist so eine Zweifelskrankheit. Zweifel an sich selber. Und 26 bist du. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in Altenheim als Krankenpfleger. Beeinträchtigt dich das auch in deinem Alltag, in deinem Beruf? Ja, auch sehr. Also das ist teilweise, es sind nur gute Freunde von mir und meine Freundin weiß das auch. Nur die kann ich halt auch nicht so belasten, weil die eine Essstörung hat und
Ich könnte mir vorstellen, wenn du gerade im Altenheim arbeitest, im Pflegebereich, da muss man 1000 Sachen organisieren und machen. Das, ist es da auch so, dass du dann 10-mal nochmal in den Raum gehst und sagst, habe ich das jetzt abgeschlossen, habe ich das sauber gemacht oder habe ich der Patientin oder dem alten Menschen das auch nur gebracht? Ist es da in dem Bereich auch so? Ja, das ist dann auch schon, dass ich dann sehr, sehr stark nachgucken muss. Aber ich mache es dann so, ich habe da meine Taktiken entwickelt, dass die meine Mitarbeiter das halt nicht so sehen. Mhm. Also ich habe dann irgendwie noch einen Vorwand, dass ich da nochmal hin muss. Verstehe. Sag, ich habe was vergessen. Also ich habe da schon meine Taktiken ausgewählt. Also es ist nur ein kleiner Kreis eingeweiht über diese Erkrankung. Ich nenne es mal Erkrankung. Es ist auch eine Erkrankung. Es ist eine Erkrankung. Es ist eine Erkrankung. Ist eine Erkrankung. Ja. Gutes Stichwort. Du arbeitest selbst im weitesten Sinne in diesem medizinischen Bereich. Ja. Du hast mit einem Arzt darüber schon gesprochen. Mhm. Bist du auch in einer Therapie? Also ich war in der Donier-Klinik in Münster damals, vor 3 Monaten. Und ja. es ist, sag ich mal, wo ich da hingegangen bin, war es noch schlimmer. Ich habe jetzt versucht, dort und auch mit dass man halt eine 1-zu-1-Behandlung hat, dort Sachen zu lernen. Ich versuche sie jeden Tag umzusetzen, nur es ist unheimlich schwierig. Darf ich mal kurz fragen, was ist 1-zu-1-Behandlung? Das ist so, dass der Psychologe für einen Tag, also das ist so eine, das geht 4 Wochen. Die erste Woche ist halt die Biografie, also die Schulbildung, wie alles entstanden ist und so, wo man vermutet. Mhm. Ende der ersten Woche ist dann die Therapieplanung und da macht man halt Flooding-Übungen und Expositionsübungen. Das ist, glaube ich, jetzt sehr detailliert. Lassen wir vielleicht mal sein, aber so grob habe ich es schon verstanden, was du erklärt hast. Man macht das meinetwegen so, wenn man einen Waschzwang hat und man muss sich die Hände ständig waschen, dann geht man mit dem Psychologen raus und geht zur Bahnhofstoilette und ich muss einmal über die Klobrille fassen und versuche 3 Stunden nicht die Hände zu waschen. Das ist aber krass, ne? Ist das Extremste, was es gibt. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Aber irgendwann merkt man, weil es steht ein gewisser Druck, dass der nachlässt. Und wenn der nachlässt, dann macht man dieses Gefühl, es geht auch ohne Zwangshandlung. Mhm. Das muss man halt immer und immer wieder machen. Ich habe mal einen Psychologen kennengelernt von der Dornier-Stiftung in Münster. Der erzählte mir von einem Fall von einer Frau, die eine absolute Spinnenphobie hatte. Ja. Und ein Teil der Therapie war dann, dass diese Frau ihre nackte Hand in ein Terrarium mit, weiß ich nicht, 10, 20 Spinnen legen musste. Und sie musste es aushalten, über einen bestimmten Zeitraum diese Hand, also keine giftigen Spinnen, ne, die Hand in dem Terrarium zu lassen. Ja. Also, dass sie richtig konfrontiert wird mit dem, woran sie so leidet. Hat es denn ein bisschen was genutzt, wenigstens? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. In bestimmten Sachen hat es was genutzt. Zum Beispiel auch in gewissen Situationen kann ich diese Gedankenstopps anwenden, die ich gelernt habe. Ich habe mich mit dem Psychologen unterhalten und da habe ich wieder Zwangsgedanken gehabt. Und dann hat er auf einmal ein Buch auf den Tisch geknallt. Ne? Mhm. Und dann auf einmal war ich vollkommen abgelenkt, weil ich so erschrocken war. Ne? Mhm. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich jetzt gerade gedacht habe. Hast du jetzt in diesem Moment, während wir beide uns unterhalten, auch irgendwelche Zwangsgedanken? Im Moment nicht. Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt. Ja, verstehe. Ja. Nee, und dann halt, wo ich dann das gehört habe, dass das Buch einfach auf den Tisch geknallt wurde, da war ich dann sowas vom Perplex auf einmal. Ich war gar nicht auf diese Situation vorbereitet. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, das ist der erste Schritt. Mhm. Dann hatte ich halt so große Stoppschilder gemalt und ich soll die immer angucken, wenn ein Gedanke da ist und dann halt was Schönes denken. Ja. Und das funktioniert einigermaßen, aber es ist auch nicht immer. Also es ist. Aber das sind doch schon ganz gute erste Schritte in die richtige Richtung gewesen, sicherlich, ne? Vielleicht war der Aufenthalt zu kurz dort. Ja, das ist das Problem gewesen. Das hat die Krankenkasse nicht ganz übernommen, weil das halt eine Privatklinik ist. Ich verstehe, ja. Mhm. Würdest du gerne auf dieser therapeutischen Ebene weiter nochmal was machen? Oder wärst du auch bereit, mit einer anderen psychologischen Richtung dich zu beschäftigen? Also ich habe jetzt schon mal versucht, über die Krankenkasse Adressen rauszukriegen von Psychologen, die halt so eine Praxis in meiner Nähe haben, dann ambulant das machen, dass man meinetwegen 4-5 Stunden die Woche und dann halt auch diese Sachen fortsetzt. Ja. Dass die dann halt von der Klinik Unterlagen anfordert, was wir gemacht haben. Genau. Dann, also, dass man das irgendwie weitermacht. Würde ich dir gerne auch noch ein bisschen behilflich sein. Wir sind ja hier gut ausgestattet mit allen möglichen Informationen. Du kannst ja gleich ein Gespräch noch mit meiner Psychologin führen. Ja, Und dann kann sie dir das dann noch sagen. Ich finde aber auch auf jeden Fall, dass du weitermachen musst. Denn wenn du mit 26, und du das so lange schon hast, ist das so eingebrannt, dieses Verhalten. Ja. Und es wird immer schlimmer werden. Und je länger du wartest, desto
größer wird die Hürde für dich, da alleine rauszukommen. Insofern hast du da schon einen guten ersten Schritt unternommen und eigentlich kann man nur sagen, weiter so, finde ich. Wenn ich es nämlich auf sich beruhen lasse, weil man wird ja auch traurig, wenn man immer sieht, oh Gott, dieses Verhalten, ich will es gar nicht, man sagt ja nicht umsonst. Das ist so ähnlich wie bei dem Kommissar Monk. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Ja, ja. Weil einige Dinge, meinst du, kann ich mir total gut merken deswegen. Mhm. Und wiederum ist es eine Qual, bis zum geht nicht mehr. Und ich will da unbedingt raus und ich werde auch weiter kämpfen, aber es ist halt nicht so schwierig. Finde ich gut, möchte ich dich wirklich auch ermutigen. Und ich finde, das sind alles Schritte, dass du schon in Münster warst, dass du jetzt hier anrufst, dass du dich schon bemüht hast um ambulante Stellen. Ist alles nur, alles gut, ist alles Kampf, ist alles schwierig. Ich versuche auch viel unter Leute zu gehen, ja, mit denen ich dann halt am Wochenende viel, wo Menschen sind, bei Feiern oder so hingehe, ja, dass ich dann halt, das hat der Psychologe auch gesagt, Kontakte knüpfen. Ja. So, weil sonst geht man einsam, man zieht sich zurück und das ganze soziale Umfeld geht dann also einsam zurück. Ich bin ganz guter Dinge und hoffnungsvoll, dass du es schaffen wirst, wenn es auch schwer ist und wenn du auch viel Energie wirst dafür aufbringen müssen. Ja. Lieber Markus, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich wieder an, okay? Deine Sendung ist echt klasse. Ich gratuliere dir und mach weiter so. Das ist total schön. Sehr nett von dir, Markus. Dankeschön. Mhm. Tschüss. Ja. Melanie, 19 Jahre. Hallo, Melanie. Hallo? Ja, Melanie. Hallo. Guten Morgen. Hallo, hier ist Melanie. Ja, hallo, Melanie. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Es geht um meine Beziehung. Mhm. Und zwar habe ich eben verschiedene Probleme. Unter anderem, er demütigt mich. Und er ist ziemlich eifersüchtig, er verbietet mir Sachen, solche Dinge, und er droht mir. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ja, so ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre schon? Mhm. Er demütigt dich, er verbietet dir Sachen. Wie demütigt er dich denn? Naja, er sagt eben, dass er zu seiner Ex-Freundin geht und ja, dass er mich schlecht macht und solche Sachen. Er geht zu seiner Ex-Freundin und er sagt, dass er dich wo auch immer schlecht macht. Ja, dass er eben Dinge rum erzählt, die nicht wahr sind, dass ich AIDS habe zum Beispiel. Wie bitte? Ja, und wie ist der denn drauf? Was soll das? Ja, ich weiß auch nicht. Jeder sagt mir eigentlich, meine Freunde, dass es wohl besser wäre, wenn wir auseinandergehen. Aber das fällt mir so schwer. Und meine Familie, er will, dass ich jedem sage, dass er mir wichtiger ist wie meine Familie. Mhm. Und dass ich das meiner Mutter sage. Mhm. Und das ist eben nicht so. Und ich sage dann immer zu ihm, ja, das stimmt und so, weil ich Angst habe. Mhm. Aber natürlich gehe ich nicht zu meiner Mama und sage, mein Freund ist mir wichtiger. Also der Typ, so hört sich das an, will absolute Macht über dich haben. Ne? Ja. Macht ist das, Machtspiel. Ja. Wie alt ist er? Er ist 25. 25, du bist 19. Mhm. Mhm. Schlägt er dich? Ja, also jetzt nicht direkt, dass er so richtig aggressiv ist. Das kommt immer aus der Situation, wenn wir so kleine Streitereien haben. Mhm. Und dann flippt er einfach aus und dann gibt's mal eine oder so. Also jetzt nicht, dass er mich zusammenschlägt oder so. Aber du kriegst schon mal eine gescheuert, sagen wir mal. Ja, schon mal, ja. Ins Gesicht? Ja. Er schlägt dich mit seiner Hand ins Gesicht? Ja. Mhm. Ja, und dann je nachdem immer, was eben gerade ist. Aber ich bin eben meistens so, dass ich dann immer still bin und mache, was er will. Mhm. Aber ich fühle mich eben nicht wohl dabei. Wohnt ihr zusammen? Nee, wir haben zuerst, ich komme ursprünglich aus Düsseldorf. Ja. Und dann sind wir nach Rheinland-Pfalz gezogen. Mhm. Und meine Familie fährt immer noch Wochenende nach Düsseldorf. Mhm. Und da darf ich von ihm aus nicht mehr hin. Mhm. Keine Ahnung warum, also er möchte nicht, dass ich, egal mit wem, mit meinen Freunden, Freundinnen. Das wollte ich gerade fragen, wie ist das mit den Freundinnen? Gestattet er dir mit deiner besten Freundin oder deinen Freunden? Nee. Gar nichts. Also wenn ich SMS bekomme, in der drin steht, hallo Schatz oder so, dann flippt er aus und... Obwohl da nur eine Frau hintersteckt und es nett gemeint ist. Ja, das meint er, ich darf ihn nicht auf die Wangen küssen, weil da denkt er sich was dabei. Mhm. Keine Ahnung, eben so Kleinigkeiten. Wenn ich schon Briefe bekam, die darf ich erst gar nicht öffnen, die kommen genau wieder zurück. Kontrolliert er dein Handy? Geht er da ran und guckt da rein, was da kommt? Ja, immer. Immer? Ja. Hast du eine eigene Mailadresse auch? Im Internet? Ja? Nee. Nee. Aber ich meine, das ist ja schon ein starker Tobak, dass er geht an dein Handy und guckt rein, wer da gesimst hat. Und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Ich meine ganzen Freunde, die sagen immer, ich soll mich von ihm trennen, aber das fällt mir eben so schwer nach 2 Jahren. Ich bin extra, ich hätte ja auch in Düsseldorf bleiben können. Und ich bin extra wegen ihm hierher gekommen. Aber ich habe gerade so verstanden, dass deine Familie auch mit dort Ja, aber ich habe ja noch meine Oma und meine Opa und meine Mutter hat auch gesagt, sie können es verstehen.
wenn ich in Düsseldorf bleiben möchte, wegen meinen damaligen Freunden. Und ich habe ihn eigentlich durch meine Mutter kennengelernt, weil sie kannte jemanden, also ihren neuen Lebensgefährte von hier. Lass mich mal fragen, ich habe das mit dem Umzug noch nicht richtig verstanden. Du bist jetzt von Düsseldorf nach Süddeutschland gezogen. Also allein oder mit deinen Eltern? Nee, mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Und wohnst du auch mit deiner Mutter zusammen? Ja, ich wohne mit meiner Mutter zusammen, im selben Ort wie mein Freund. Ja, und du lebst mit der Mutter in einer Wohnung? Ja. Ja. Melanie, war das denn am Anfang anders, als du ihn kennengelernt hast? Ja, also als ich noch in Düsseldorf war, da war es ganz anders. Da war er richtig lieb und so. Und da waren vielleicht Kleinigkeiten, aber da dachte ich mir, das ist normal. So, jetzt sag mal, versuch mal mir eine ganz ehrliche Antwort zu geben. Wie ist dein Gefühl, was empfindest du für diesen Mann? Also eigentlich, ich liebe ihn. Was liebst du an ihm? Ja, wenn ich jetzt mal so das Gute gegenüber dem Schlechten sehe, was liebe ich an ihm? Ja? Keine Ahnung. Er erzählt mir immer Witze. Er erzählt dir Witze? Ja. Ich, keine Ahnung, mir fällt, wenn ich das jetzt so gegenüberstellen soll, mir fällt auf Anhieb nichts ein. Er ist eigentlich, wenn er gut gelaunt ist, wenn er lieb zu mir ist, wenn Leute dabei sind, dann ist er immer lieb und so. Und dann wäre ich auch immer gern bei ihm. Und dann wünsche ich mir immer, dass er so auch ist, wenn niemand da ist. Aber so ist es eben nicht. Also, wenn man das jetzt so fragt und wenn man das bedenkt, ist das ja schon eine große Aussage, dass dir erstmal gar nichts Großartiges einfällt, außer er erzählt Witze. Was ja ein Witz ist, ne? Als Argument zu gebrauchen. Und du hast mir jetzt gerade viele Minuten erzählt, was er alles mit dir macht. Ja. Er schlägt dich, er demütigt dich, er bevormundet dich, er will einfach Macht über dich ausüben. Ja. Er raubt dir eigentlich deine Eigenständigkeit und dein eigenes Leben. Ich war eben nicht mehr und so, abhängig von ihm. Ja, das glaube ich auch. Und ich bin eben... Ich glaube, dass man da gar null von Liebe sprechen kann, sondern von Abhängigkeit. Denn lieben kann man eigentlich so einen Menschen nicht. Was ist da liebenswert dran? Er verletzt dich ja. Er macht dich ja kaputt. Sieht aber so gut aus. Ja, komm. Aber ist jetzt... Ist ja klar, wie absurd das klingt, ne? Ja. Da wird eine Frau geschlagen und wird versklavt, kann man ja fast schon sagen. Und dann sagt die Frau mir, ja, aber er sieht so gut aus. Das ist irgendwie doof, ne? Das ist irgendwie doof, ja, in der Tat. Und ich glaube, deine Freunde, die nah um dich herum sind, die wissen schon gut Bescheid. Die wissen das alle, die sagen das ja immer. Ja, und die wissen viel besser Bescheid als ich, der das jetzt nur mal so erzählt bekommen hat. Und da würde ich jetzt sehr, sehr viel Gewicht auf das legen, was deine Freunde sagen. Weg, 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 gar keine Diskussion. Ja. Du hast deine Mutter, du hast deine Familie, die dir helfen können dabei, du hängst nicht komplett in der Luft. Wie? Ja, aber ich habe es jetzt ja auch mehrmals schon versucht. Dann musst du es nochmal versuchen. Und dann ist es immer so schwer. Dann musst du es nochmal versuchen. Dann tut er mir wieder leid. Dann musst du es nochmal versuchen. Ja, ich weiß ja, dass das Richtige ist, aber mir fällt es immer so schwer. Ich höre ja immer, jeden Tag höre ich das Gleiche immer von anderen Menschen, dann fällt mir das irgendwann auch leichter. Ich werde mir immer sicherer, dass ich jetzt, wenn er mal wieder irgendwas Blödes macht, vielleicht ist es insofern auch gut, dass wir nochmal gesprochen haben jetzt. Ja. Ich bin eine ganz fremde, außenstehende Person für dich und wenn du es vielleicht beim nächsten Mal nicht schaffst und beim übernächsten Mal auch nicht, aber vielleicht dann beim dritten Mal loszukommen. Ja, aber das hat mir schon geholfen. Ich hoffe sehr, Melanie. Ja, wirklich. Guck mal, es ist ja auch zum Beispiel gut, dass ihr nicht zusammen wohnt. Ja, ich weiß. Dann wäre es noch viel komplizierter alles. Ja, dann käme ich ja gar nicht mehr raus. Ja. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Glück und ganz viel Kraft und lass dich nicht unterkriegen. Ja, danke. Ja, alles Liebe. Okay. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Morgen Abend, Samstagabend, das heißt genauer gesagt heute Abend, ist diese schöne Frau hier mein Gast, nämlich Sophie Schütt, Fernsehstar, Serienstar, Sophie Schütt, um 23.45 Uhr. Wenn ihr gerne mit Sophie Schütt auch sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung an oder eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet, unsere bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 und die Show beginnt um 23.45 Uhr, um 11:45 Uhr, Samstagabend im WDR-Fernsehen Sophie Schütt bei Domian. Frank ist hier. Frank ist 20 Jahre alt. Hallo Frank. Domian, hier ist der Frank. Ja, schön, dass du da bist. Ja, und zwar, wir hatten uns schon mal unterhalten bei Georg Uecker.
Ja, das kann sein. Die Stimme ist mir jetzt, obwohl ich mir nicht so ganz gut an Stimme erinnern kann, aber... Gleich der erste, Lindenstraße. Ja, okay. Ja. Aber jetzt geht es um was anderes. Genau, und zwar um Folgendes. Ich bin schwul. Ja. Und jedenfalls ist es so, dass meine Mutter Hass auf Schwule hat. Deine Mutter hat Hass auf Schwule? Ja. Warum? Gute Frage, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich habe es ja mal drauf angesprochen, aber da hat sie gesagt, sie findet das eklig. Weiß sie denn von dir, dass du schwul bist? Nein. Gar nicht? Nein. Ahnt sie es? Nein. Hm. Spielst du zu Hause was vor? Hast du Freunde? Ich tue das immer so überspielen. Hm. Hast du dann schon mal Freundinnen mit nach Hause gebracht und so getan, als wären das deine Partnerinnen? Nein. Das nicht? Nein. Hm. Ich hatte auch noch nie also eine Beziehung mit einer Frau. Aber schon heimlich mit einem Mann? Na so geküsst, heimlich, ja, so heimlich. Heimlich, ja. Mhm. Mhm. Lebst du noch im Moment auch noch bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Nein, ich habe eine eigene Wohnung, aber wie gesagt, das ist so eine Art Kleinstadt und ja. Da trifft man wirklich jeden. Ja, und leben deine Eltern zusammen? Nein, sie sind getrennt leben. Und wie ist dann dein Kontakt zu deinem Vater? Gar nicht. Gar nicht, also für ihn bin ich gestorben. Schon seit längerem, wegen anderer Sachen. Wegen anderer Sachen. Mhm. Also ist die Hauptbezugsperson ist die Mutter. Genau. Mhm. Hat sie das von sich aus einfach mal so gesagt? Sie findet das eklig oder unnatürlich, pervers, krank oder was weiß ich? Nee, die hat einfach, naja, wir hatten mal einfach mal darüber mal gesprochen, weil in den Medien immer so viel erzählt wird und so. Mhm. Und haben wir mal einfach mal darüber mal gesprochen, wie sie darüber denkt oder ne, und wie ich drüber denke. Und ich habe zu ihr gesagt, ich finde das nicht schlimm, das sind ja auch normale Menschen. Mhm. Da hat die gesagt, was hast du denn für eine Einstellung? Mhm. Meinst du, dass sie dadurch alarmiert ist, sein könnte, aufgrund deiner Antwort? Das glaube ich nicht. Das nicht, ja. Nein. Du hast zu Georg Uecker damals bei uns angerufen. Genau. Guckt sie den Lindenstraße zum Beispiel? Ja. Und wie findet sie das dass da nur das schwule Leben... Da sagt sie sich, das sind ja Schauspieler, die spielen ja das bloß. Ach so, da ist es dann nicht so schlimm. Nee. Aber im normalen Leben ist... Das ist ganz verzwickt. Ja. Dann hast du aber noch was vor dir, Frank. Oh ja, das ist ganz schön hart. Dann hast du was vor dir. Und dann würde ich auch sagen, mit 20 solltest du da mal bald anfangen, dich da zu dir auch zu bekennen, zu dem, was... Du bist ganz sicher, dass du schwul bist? Ja. Ja. Und damit die Mama erstmal schlucken. Ja. Und dann wird sie toben. Na, die wird erstmal ganz schön dumm. Ja. Und dann wird sie sich, dann geht die ganze Leier los, was sollen die Leute denken, ja, und die Verwandtschaft und die Nachbarn und so weiter. Mhm. Du wohnst in einer kleinen Stadt. In einer kleinen Stadt. Mhm. Und da kennt ja wirklich jeder jeden. Mhm. Ja. Hast du, wer weiß das denn sonst noch von dir? Ich bin ja in der Berufsschule und meine Klassenkameraden, die ahnen schon so etwas. Mhm. Und dann habe ich mich einem besten Freund nicht anvertraut. Ja. Und der hat auch gesagt, das ist so ganz normal. Und im Gegenteil findet er das, der findet es super auch. Ja. Aber, ja. In der Berufsschule, die Leute, die das ahnen, hänseln die dich oder lassen die dich in Ruhe? Nö. Das ist okay. Nö, das ist okay. Ja. Die Zeiten haben sich ja schon wirklich sehr, sehr geändert. Früher war das viel schlimmer. Da war man ein Außenseiter und hatte zu leiden. Richtig. Wie sind deine Planungen? Willst du in dieser Kleinstadt bleiben oder bist du auch mal... Ich ziehe jetzt den nächsten Monat weg. In eine größere Stadt? Nein, in einem Dorf. In einem Dorf. Kleiner als eine Kleinstadt. Warum in ein Dorf? Na, ich finde, das sind ganz andere Menschen halt auf dem Dorf als wir in eine Stadt oder Kleinstadt. Ja. Die sind sehr umgänglicher, finde ich. Also du ziehst in das Dorf, nicht aus irgendwelchen beruflichen Zwängen? Nö, weil ich mache dort ja auch gerne eigentlich Urlaub. Und da habe ich dann so gedacht, warum sollte man das Bild nicht mit verbinden, irgendwie Urlaub, das heißt, und Wohnen. Du ziehst in ein Dorf, weil du es idyllisch findest, die Natur liebst. Ja. Und aber das ist natürlich, du hast natürlich völlig recht. Das ist auch sehr schön. Ja. Aber als Schwuler stehst du da natürlich unter Umständen erstmal wirklich ein bisschen isoliert da. Vor allen Dingen, wo findest du deine Partner oder wo gehst du auf Männerjagd? Das ist es ja. In dem Dorf wohnt ja dieser, sagen wir mal, den ich im Auge habe. Ne? Ach so, du ziehst ja, jetzt verstehe ich. Du ziehst der Liebe wegen in das Dorf. Ja, genau, auch mit. Ach so, aber er weiß noch gar nichts von seinem Glück, oder wie? Doch, also der macht auch schon Anspielungen. Ach so. Achso, also der ist ja auch schwul, auf jeden Fall? Also auf jeden Fall, naja, also bi ist er auf jeden Fall. Na gut, also du ziehst dich einfach nur in ein Dorf, nur weil es im Dorf schön ist.
Na, das, ja, das ist auch wirklich schön. Also das ist ja mitten im Erzgebirge und... Ja, no? Aber da ist auf jeden Fall auch ein netter das Typ. Ist, ja, natürlich. Ja. No? So, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Mama. Hm? Du musst es ihr sagen. Du musst es ihr klipp und klar ins Gesicht sagen. Hm. Ja, aber nun ist es ja so, was passiert denn, ne? Das ungefähr, wird sie denn überhaupt mich noch als Sohn anerkennen? Das oder? Ist die, ja, das ist erstmal die Frage. Ne, ich hoffe sehr. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen euch beiden? Eigentlich sehr gut. Wir können eigentlich über alles reden. Ja, und du würdest sagen, eine Mutterliebe ist da. Sie, natürlich, du bist für sie ganz wichtig und so. Natürlich, mhm. Natürlich. So, ne? Dann wollen wir auch mal hoffen, dass diese Mutterliebe dann auch siegt und sie irgendwann kapiert, dass es dein Ding ist und dass sie das Beste für dich will und das Beste entscheidest du, was das Beste ist. Mhm. Aber du musst natürlich, da musst du durch, erstmal kämpfen wahrscheinlich. Das ist richtig. Wenn sie schon so eine Auffassung hat, so eine Konservative, wird die nicht, höchstwahrscheinlich, wird die nicht im ersten Moment dann sagen, okay, wenn es mein Sohn ist, ist alles okay. Ne? Dann wirst du dich auseinandersetzen müssen und vielleicht folgen da auch erstmal Monate der Spannungen und des Streites, aber wollen wir gemeinsam hoffen, dass sie sich dann irgendwann damit zurechtfindet. Das hoffe ich auch. Hast du hast keine Geschwister? Natürlich, aber ich zwei Stück. Ach so. Ja. Zwei Geschwister, wie alt sind die? Also der mittlere wird jetzt 16 im Oktober. Ja. Und der andere ist jetzt letzte Woche 5 geworden. Ach so ein ganz kleiner noch. Naja, so klein ist er nicht. Naja, gut. Was meinst du, wie der 16-Jährige darauf reagieren wird? Der weiß von seinem Glück gar nichts. Naja, ist mir klar, aber ja. Wenn er es dann erfährt. Wenn er es dann erfährt, naja, ich denke mal, der wird auch sehr normal darum umgehen. Für die meisten ist es ja auch kein Thema mehr. Also Frank, dann wünsche ich einen guten Umzug in das kleine Dorf. Das werde ich machen. Wünsche Glück mit dem Burschen da in dem Dorf. Ja. Und du musst dann mutig sein und dir ein Herz fassen und mit der Mama sprechen. Ne? Ohne Wenn und Aber. Mhm. Und nicht fragen, wie soll ich dir sagen. Du sagst es ihr, so wie du es mir gesagt hast. Mama, ich bin schwul. Punkt. Und du hast mir nicht Mama gesagt, aber ich bin schwul. Na, am besten, ich rufe dich mal an, wie sie darauf reagiert. Ja, gerne. Oder mail mir. Oder kann ich auch machen, genau. Gut, Frank. Ja, gut, aber jetzt muss ich noch mal sagen, dein Sendung ist super, obwohl du es ja nicht magst. Ich habe es nämlich gelesen. Nein, das finde ich schon sehr nett. Das finde ich, freue mich da jedes Mal drüber. Ja? Nee, das finde ich schon sehr toll. Da stehst du drin, ist so peinlich, denn bist ja, sicher. Wenn man gelobt wird, ist einem das ja immer irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ich freue mich schon sehr und respektiere euren Geschmack und freue mich da wirklich über, wirklich. Naja. Lieber Frank. Gut. Schöne Grüße in den Osten. Na, werde ich machen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Das ist meine heiße Nummer hier ins Studio. Oder ihr meldet mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Charlotte ist hier. Charlotte. Auch ein schöner Name eigentlich. 56, hallo. Ja, hallo. Hallo Charlotte, was ist dein Thema? Hallo Domian. Ja, also erstmal für deine Peinlichkeit zu sorgen. Ja, ich finde deine Sendung auch toll. Ach, ihr seid ja süß heute Abend. Sehr nett. Dankeschön. Ja, und sehe sie auch sehr oft. Ja. Und mein Thema ist die einzige wahre große Liebe, und zwar die heimliche. Die einzige wahre große Liebe, die heimliche? Ja. Hast du so eine heimliche große wahre Liebe? Ja. Ja. Die ist heimlich. Und eigentlich, ja, und eigentlich passt es eher noch in das Thema von gestern. 7. Weil ich hatte also 6 feste Partnerschaften, 6 feste Beziehungen. Ja. Und war dermaßen enttäuscht und entsetzt zum großen Teil, dass ich wirklich also mit Männern absolut nichts mehr zu tun haben wollte. Nie wieder. Ja. Und das war also so, habe ich so verinnerlicht, dass also auch wirklich nichts mehr, keine Libido, kein Nichts, gar nichts mehr vorhanden war. Wie alt warst du, als du dich von dem 6. Typ getrennt hast? Ja. Ja, wie alt warst du da? Da war ich, Moment, das war... Ungefähr. 47, 49? Ja. Nee, Moment. Also, Ende 40. Das war 96. Ja, ist ja egal. 90. Ich will es mir so grob vor. Also, war 96. 96, also 96. 9 Jahre her. Ja, und das war, das waren dann 7 Jahre, genau, also im 7. Monat. Ja. Im Juli. Ja. Dann waren das genau 7 Jahre,
bis ich dann mit meiner großen Liebe Kontakt hatte und der hat das wieder aufgeweckt. So, und das? Telefonisch. So, und das war der siebte Mann? Das war der, na, wieder der siebte Monat. Ja, aber das war der siebte Mann. Ja, das ist aber keine feste Beziehung. Und mit dem Mann hast du bis heute Kontakt? Ja. Sagt sie aus ganzem Herzen. Und das ist eine große Liebe? Ja. Aber es ist eine heimliche Liebe? Ja. Warum? Ja, weil er in einer Beziehung ist und ja halt ein paar Mal anruft, wenn er denn kann und ja. Wenn es denn geht. Und das geht ja auch recht weit weg und wir können uns halt nicht sehen. Ach du liebe Zeit. Wie weit wohnt ihr auseinander? So gut 200 Kilometer sogar. So, und das geht jetzt schon seit fast 9 Jahren so? Nein, das geht seit ein Jahr circa. Ach so. Also vor zwei Jahren war dieser erste Kontakt wieder, ja. Nach langer Zeit. Also wir kannten uns ja schon. Ach so, und wie kam dieser Kontakt dann zustande wieder? Ja, ich hatte irgendwie geschrieben mal und er hat dann sich gemeldet. Ah ja, kennst du seine Frau auch? Nein. Nee, die kennst du nicht. Mhm. So, wie oft seht ihr euch? Gar nicht. Ach, ihr habt euch ja kein einziges Mal gesehen. Nein, wir können uns ja nicht sehen, das geht nicht. Aber er könnte dich ja mal besuchen kommen. Nein. Warum nicht? Nein, die hat wohl irgendwie was mit. Ach. Ich nehme an, er hat ja auch was erzählt, weil zuerst hat er ja verpasst, mir das zu sagen, dass jetzt? Er da in einer Beziehung ist. Ach so. Ja, und dann habe ich irgendwie geschrieben und so und das hat die vielleicht mitgekriegt, ich weiß es nicht genau. Jetzt verstehe ich das erst. Also er ist noch, du hast ihn noch keinmal gesehen, obwohl du ihn kennst von früher, von sehr viel früher. Ja. Aber du, von wie lange ist das her, dass du ihn das letzte Mal gesehen hast? Naja, also einmal bin ich mal so ganz kurz, haben wir uns mal so ganz kurz gesehen. Ganz kurz, jetzt in der neuen Phase. Wie er aussieht jetzt und so, aber... Er gefällt dir noch. Ansonsten, ja, ist das so 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Ja. Wart ihr damals, ist da mal was gelaufen, Techtelmechtel zwischen euch? Ja. Das schon, ach so. Ja. Mhm. Es war zwar auch keine feste Beziehung, aber eben halt, ja, Techtelmechtel, ja. Ja, so kann man das so. Mein Gott, irgendwie... Da hat er auch eine feste Freundin und zwar auch heimlich. Also, das ist ja schon heftig, ne? Da trifft man jemanden und man ist wieder so richtig in Fahrt. Ja. Die Libido, hast du gerade gesagt, lag brach. Aber völlig. Aber sowas von... So, und jetzt ist da jemand und nu? Jetzt ist die Libido wieder erwacht, aber du kommst nicht an ihn ran. Was machst du denn? Ja, muss man halt abwarten, mal sehen, mal gucken. Er ist wohl nicht sehr glücklich dabei. Und ja. Ja, eine Freundin sagte letztens, ich hätte ja wohl auch Angst vor Nähe und das wäre ja so ganz praktisch. Und ich habe dann gesagt, nee, eigentlich in dem Falle hätte ich eher nicht so wirklich Angst vor Nähe. Aber, würdest du dich darauf einlassen? Gut, ich bin nicht die Hübscheste mehr, nicht in dem Alter und so. Ja. Und da macht man sich dann schon so ein bisschen so. Sagt sie, ja mein Gott, der ist ja auch nicht mehr. So, der ist ja auch keine 20 mehr. Nee, also. Sag aber das ist doch immer noch anders. Männer sind ja nun mal so gepolt, die sind auf optische Reize und bei mir ist es was anderes. Der könnte 100 sein und der... Aber Charlotte, du hast gerade gesagt, einmal hat er euch kurz gesehen in dem letzten Jahr. Ja, ja. So, da hat er dich ja auch gesehen. Ja. So, also musst du ihm schon gefallen, sonst würde er nicht weiter diesen Kontakt halten. Möglicherweise. So, der Kontakt läuft telefonisch. Ja. Jetzt frage ich mal ganz indiskret, wenn du jetzt so verknallt bist, bist verknallt wie ein junges Ding, ne? Ja. So, kann man so sagen. Ja. Britzelt das irgendwie am Telefon, erotisch? Ja. Fragen wir gleich weiter. Gibt's da Telefonsex? Raus damit. könnte man so nennen. So. Siehst du, guckt mal, ihr beiden Teenager. Mann. Ja, Mann, das ist ja irgendwie toll, finde ich super, wenn man auch in dem Alter nochmal so verrückte Sachen macht. Ja, ne? Ja, absolut, gibt's gar nicht zu reden. Aber es sollte ja nur auch irgendwie weitergehen, ne? Und eine Hoffnung das haben. Sollte, würde ich mal nicht so sehen, ne. Also, wie gesagt, ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn der 100 wäre und der Arsch wie ein Wolkenstor um die Beine baumelt.
würde ich immer noch mit vorne jeder einzelne Falte knutschen, ja. Also, ja, nee, ich meinte, es soll weitergehen, dass es irgendwie ein bisschen mehr Dynamik bekommt, dass ihr euch mal trefft, meine ich. Wäre doch toll, oder? Ja, ich fände es schon schön, aber es funktioniert halt nicht, es geht halt nicht und... Das heißt, du hast dich mit dem Jetzt-Zustand so erstmal abgefunden? Ja. Und lässt da alles mal auf dich zukommen? Ja. Ja, ist ja auch okay. Wenn du leidest nicht groß, eigentlich freust du dich, dass du ihn hast? Ich bin so glücklich und ich meine, okay, ich würde ihn gern sehen und vielleicht ergibt sich er ja wirklich. Er ist da wohl auch nicht sonderlich glücklich und er weiß auch, dass er also jederzeit gern gesehen wäre. Und ja, vielleicht ergibt sich. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist der Einzige, der noch eine Chance hätte, wenn er das denn wollte. Mhm. Ja. Sonst kommt kein Mann mehr über die Fußmatte bei dir. Auf eine festere Beziehung. Ja, also. Ja. Also ich wollte nie wieder, wirklich nie wieder mit irgendeinem Kerl. Nix, um Gottes Willen. Gutes Beispiel, ne? Dass man niemals nie sagen sollte. Ja. Mhm. Aber um auf das gestrige Thema zurückzukommen, es wäre dann ja wieder die siebte, ne? Mhm. Ja, ja. Ja, ja, es wäre die siebte. Wäre dann vielleicht eine Glückszahl für dich in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob du dich mit Esoterik ein bisschen auskennst. Nee, nicht sehr. Da gibt es eine Lebenszahl. Mhm. Das ist die 7 bei mir. Das ist die 7, siehst du? Ja. Siehst du? Vielleicht ist es alles Zeichen, Schicksalszeichen im Moment. Ich finde es toll, dass du das so gelassen nimmst, dass du nicht leidest und sagst, ach, ich will ihn jetzt ganz haben. Du bist erstmal ganz zufrieden, freust dich. Also erstens mal bin ich der Ansicht, ich liebe meine Freiheit über alles. Ja. Ja, und Menschen sind keine Gegenstände, die kann man nicht haben, die kann man nicht besitzen. Ja. Geht nicht. Ja. Ja, das muss jeder für sich entscheiden und jeder sollte so leben, wie er sich am wohlsten fühlt. Mhm. Und also ich würde niemals jetzt irgendjemand zu irgendwas drängen, der soll jetzt bei mir sein und ich will den haben. Oder muss man sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben hier in Köln so ein schönes Sprichwort, das heißt, et kütt wie et kütt. Genau. Es kommt, wie es kommt. Genau. Ne? Ja. Ja. Wie macht er das denn eigentlich da mit dem Telefonieren? Dann passt er einen Moment ab, wenn seine Partnerin einkaufen ist oder beim Friseur oder sowas. Oder macht er das von der Arbeit aus? Oder weißt du das, wie er das organisiert, dass er in Ruhe mit dir telefonieren kann? Nee, das ist wohl schon von zu Hause aus. Naja, das kann man ja irgendwie hintricksen. Irgendwie scheint es ja zu gehen. Also Charlotte, ich finde dich so nett. Ich würde es dir von Herzen wünschen, dass da mit noch mehr raus wird. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ganz genau. So sehen wir es. Alles Gute und alles Liebe. Okay, danke. Charlotte, ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 meine Nummer heute und auch meine Nummer morgen. Morgen heißt ja auch heute Samstag. Wenn mein Promi-Gast Sophie Schütt hier ist. Sophie Schütt ist am Samstagabend im WDR-Fernsehen bei mir zu Gast um 23.45 Uhr. Die Schauspielerin, der Serienstar. Sat.1 hat ihr letztes Jahr eine eigene Serie geschenkt, die sogar typisch Sophie hieß. Sie ist mein Gast. Und wenn ihr gerne mit ihr sprechen wollt, dann meldet euch heute schon an. Wenn ihr euch anmeldet unter der Mailadresse, dann bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Oder ihr ruft ganz einfach morgen eine Stunde vor der Sendung an. Die Sendung beginnt um 11:45 Uhr, Samstagabend, im WDR-Fernsehen. Sophie Schütt. Und hier ist Stefan. Stefan ist 36 Jahre alt. Hallo Stefan. So ist es. Hallo Domian. Hallo Stefan. Dein Thema. Das heißt, mein Einstieg vielleicht erstmal ganz kurz etwas anders. Ja. Ich habe es ja schon fast geahnt oder war mir fast sicher, dass ich durchkomme heute. So. vielleicht etwas anders als bei den anderen. Ja. Und auch das noch, Kompliment an deine Sendung auf jeden Fall auch. Dankeschön. Wobei ich aber auch das noch sagen möchte, dass ich manchmal anderer Meinung war als du. Ja, hoffentlich. Ist ja schrecklich, wenn alle meiner Meinung wären. Nee, ist auch in Ordnung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, absolut vollkommen Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. So, mein Thema. Ja. Ja, ich bin ja nun mal jetzt schon... Ja, tierisch alt wäre etwas übertrieben, aber... Tierisch alt mit 36. Ja, ist ja alles relativ. es ist relativ, in der Tat. Ich, Pappnase, hat mich also in ein 18-jähriges Mädchen über den Chat verliebt, muss ich schon sagen. 18 Jahre, aber sie ist wirklich 18. Ja, die ist wirklich 18. Bist du sicher? Ja. Ja. Das heißt, ich versuche jetzt mal vielleicht die ganze Geschichte etwas
oder schnell darzustellen, weil es im Prinzip darum geht, was ich jetzt machen soll oder erzähl mal. Mhm. Also wir haben uns kennengelernt, das ist mittlerweile 3 oder 4 Monate her. Mhm. Ich bin ja nun mal sehr viel älter, hat mich etwas jünger gemacht seinerzeit, nämlich 29. Mhm. Wobei ich nämlich dachte, das ist einem scheißegal, ob ich 29 oder jetzt 35 oder jetzt 36 bin. Mhm. Als ich das mit dem Alter dann mitkriegte, wo ich es auch mal nicht angelogen habe, da war sie schon mal sehr schockiert. Mhm. Das hat sich irgendwie immer so weiter gesteigert, dass man wirklich sagen kann, sie hat sich in mich verliebt, ich in sie. Oder das ist sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat mir irgendwann gesagt, ich liebe dich. Ist diese, lass mich kurz unterbrechen, ist diese, die Phase des sich ineinander Verliebens, ist die ausschließlich über Chatten gelaufen? Oder habt ihr da schon... E-Mails. Und dann solche E-Mail-Postkarten. Aber ihr habt nicht telefoniert? Nein. Bis heute nicht telefoniert? Leider auch bis heute nicht telefoniert. Und wie lange läuft das Ganze jetzt schon? 3 bis 4 Monate, 3,5 Monate. Und warum telefoniert ihr nicht? Warum telefonieren wir nicht? Ja, die Frage liegt doch absolut nahe. Ich wär ganz, ganz hoch interessiert dann, mit dem Mädel zu telefonieren. Natürlich. Ja, okay, das liegt also im Prinzip nicht an mir. Es ist also so gewesen, dass ich mich natürlich auch schon 1000 Mal mit ihr treffen wollte. Ja. Dass sie immer sehr große Angst hatte. Ja. Ich denke zunächst mal wegen meines Alters. Bist du dir sicher, dass sie eine sie ist? Vielleicht ist sie ein 50-jähriger Mann. Nein, das könnte ich insofern ausschließen, weil ich mittlerweile ihre Mutter kenne. Oh. Oh. Wie ist das denn möglich gewesen? Ja, im Prinzip genauso, wie ich das sage. Ich wollte sie natürlich immer treffen. Ja. Und sie wollte eben nicht. Und das hat mich auch immer sehr verunsichert. Mhm. Und irgendwann war es dann eben so weit, dass ich ihr dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich war noch nie so kurz davor wie heute, dass ich sage, ich knicke es lieber, weil ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und ich war... Bei der ganzen Chatterei war ich der Mutter auch schon mal kurz begegnet, dass ich dann an dem Tag sagte, ja, was soll ich machen? Soll ich mit deiner Mutter sprechen oder wie oder was? Weil das für sie natürlich auch immer so Bedenken waren, was sagt meine Mutter, was sagt mein Vater? Woher weißt du, dass die Person, die sich im Chat als die Mutter von deiner Freundin ausgibt, auch die Mutter ist? Weiß gar nicht? Nee, man weiß natürlich nicht. Vielleicht ist das alles ein grandioses Lügengebäude. Nein. Nein. Aber dann weißt du, dann würde ich wirklich, aber wenn sie jetzt bedenkt, wo wohnt sie in deiner Nähe? Ja. Das auch noch. Das heißt, es wäre gar nicht kompliziert zu arrangieren. Nee, okay, lass aber dann uns mal ein paar große Schritte weitergehen. Ja. Also ich bin mir sehr sicher und ich setze es jetzt mal als Fakt voraus, wie gesagt, dass sie sich wirklich in mich verliebt hat und ich mich in der Tat auch in sie. Ja. Hab also in dieser Situation, wie ich das eben sagte, dann Kontakt mit ihrer Mutter, hab das mit der Mutter klar gemacht und da war sie auch ganz glücklich, beziehungsweise sie war vor eben zu Tode betrübt oder war am Heulen, weil ich gesagt habe eben, okay, jetzt ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Mhm. Und irgendwie hatte sie aber immer noch oder immer wieder Angst, mich zu treffen. Ich habe es irgendwann einmal erreicht, in halt im Gespräch oder Chatgespräch, dass sie sich dann auf das Treffen freute. Mhm. Und dann kam eben so ein Scheiß dazwischen, dass ihr Opa gestorben war und dass sie gleichzeitig dann eben auch selber eine Krankheit hatte, dass sie gar nicht raus konnte. Mhm. Sie konnte mich nicht treffen. Habt ihr eigentlich Fotos ausgetauscht? Ich habe ein Foto von ihr. Ja. Für sie ist das Aussehen relativ unwichtig, wobei sie mich aber mittlerweile auch schon gesehen hat. Das heißt, als ich ihre Mutter getroffen habe, sie hat mich dann auch gesehen. Ach, du hast die Mutter real auch getroffen? Die Mutter habe ich auch real schon getroffen. Ach so. Ja. Und wieso hat sie das junge Mädel dich dann gesehen? Hat die dich heimlich beobachtet? Ja, sie ist dann im Prinzip einmal auch durch die Kneipe geschossen. Was ist denn das für eine kuriose Geschichte? Du triffst dich mit der Mutter? Ja, das ist alles ziemlich kurios. Aber im Prinzip, um eben dann zum Finale zu kommen. Ja. Also, na toll. Also ich denke, man kann wirklich sagen, ich bin mir also sehr sicher, dass sie mich wirklich geliebt hat. Geliebt hat? Ja. Das ist vorbei jetzt, oder wie? Ja. Warum? Sie wollte Abstand von mir gewinnen. Warum, weiß ich nicht genau, wobei ich denke, dass auf alles das Alter ein ganz großer Grund ist. Also ihr habt keinen Kontakt mehr im Moment? Doch, wir haben Kontakt. Aber sie ist nicht mehr in dich verliebt? Nee, offensichtlich nicht.
Weißt du, Stefan, du bist 36 Jahre alt, ne? Ja. Das würde mir sowas auf die Nerven gehen, so ein Hin und Her, so ein Theater. Richtig. Ja, natürlich. Dass du dich darauf einlässt. Ich meine, die ist 18 Jahre, die ist 18. Mein Gott, so what? Du bist 36, na und? Ist halt ein Altersunterschied, da trifft man sich mal und dann guckt man, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Richtig. Aber so ein Gedöne da mit hin und her und dann die Mutter und dann ist sie wieder verliebt, dann ist sie wieder nicht verliebt und das macht dann ja Jack. Richtig, deswegen rufe ich ja im Prinzip auch an, weil ich nämlich genauso ziemlich Jack bin. Ja, also wenn da noch ein Haufen Interesse ist, dann würde ich da an der Stelle aber sagen, pass auf Mädel, lass uns telefonieren, das Mindeste erstmal telefonieren. Das ist ja komplett albern, nicht zu telefonieren. Ja. So, und wenn du dann mit ihr gesprochen hast, dann trifft man sich mal auf einen Kaffee und dann sieht man weiter. Und wenn das alles nicht geht, dann knickst du es wirklich. Knick es. Du machst dich ja da zum Hampelmann. Das habe ich schon längst gemacht. Ja, finde ich auch. Das habe ich schon längst gemacht. Also Stefan, so würde ich es rangehen, wirklich. Wirklich. Telefonier mit ihr. Ja. Ja. Wirklich, ich weiß gar nichts anderes zu sagen. Telefonier, um Klarheit zu schaffen und dann. Entweder macht ihr einen Schritt gemeinsam weiter oder du lässt es sein. So, jetzt im Prinzip dann als letzte Information. Es gibt da wohl offensichtlich mittlerweile einen anderen Kerl. Mhm. Wie weit sie mit ihm zusammen ist oder ihn liebt oder sich in ihn verliebt, weiß ich nicht. Mhm. Stand der Dinge war oder ist eben, dass sie sich offensichtlich von mir entfernen möchte oder wollte. Mhm. Fakt ist auch, dass die letzten E-Mails, die ich ihr geschrieben habe, sie sehr berührt. Hallo? Hallo? Stefan? Nur Stefan weg. Nur ist Stefan weg. Daniela haben wir noch hier. Daniela ist 23. Hallo Daniela. Hallo? Hallo, Daniela. Ja, um was geht's bei Hi, um was geht's bei dir? Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir schaffen es schon noch. Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich habe mich total verliebt. Ja. Mein Problem dran ist, dass es eine Frau ist. Ja. Ja, und meine Eltern das niemals wissen dürfen, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass sie es absolut nicht verstehen würden. Oh je, das hatten wir heute ja schon mal mit dem Frank vorhin. Nur umgekehrt, dass er schwul ist. Wäre das deine erste Geschichte mit einer Frau? Ja. Würdest du sagen, dass du lesbisch bist oder eher bisexuell? Ich glaube schon, dass ich lesbisch bin. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch aber einen Freund seit so 3 Monaten. Ja. Der ahnt absolut gar nichts davon. Ja. Das ist mehr oder weniger so ein Alibi gegenüber meinen Eltern, weil halt ständig sowas kam wie, bring halt einen Freund mal mit und es gab noch nicht viele Männer in deinem Leben früher. Nee, noch gar keinen. Noch gar keinen. Ach, da wurden die ein bisschen skeptisch und nachdenklich schon. Ja. Wird die Liebe denn erwidert von deiner Freundin oder von der Frau? Ja? Ja. Läuft da schon ein bisschen was zwischen euch beiden? Ja, tut es. Tut es? Ja. Also hast du jetzt 2 Baustellen, nämlich die Baustelle dein Freund und die Baustelle zu Hause. Sozusagen. Und du musst jetzt mit deinen 23 Jahren, mit deinen gestandenen 23 Jahren, musst du Klarheit in dein Leben bringen. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Dummerweise. Ja. Und umso schwieriger ist es. Das Problem ist halt auch das Umfeld. Also ich meine, ich wohne halt total auf dem Land. Mhm. Katholische Hochburg. Mhm. Dann wäre vielleicht perspektivisch ist gar nicht so dumm, wenn du sagst, ich stelle mich auf eigene Beine und ziehe da weg. Dann ist es für dich einfacher, dein Leben zu leben. Und dann, wird es darauf hinauslaufen, dass du es deinen Eltern sagen wirst. Es ist halt ein Problem, wenn man nicht das Geld dazu hat, mehr oder weniger. Ich meine, ich studiere und bin von meinen Eltern mehr oder weniger abhängig. Dann such dir noch einen Job und dann wirst du es schon schaffen. Ja, also, ist leicht gesagt, aber man schafft es auch, wenn man das will. Es geht um deine Identität, es geht um dein Leben. Und es geht darum, dass du nicht in Lüge leben sollst. Und das sind halt, das sind mühselige Schritte. Und wenn die Eltern so krass drauf sind, dann ist es gut, wenn man nicht bei denen wohnt, weil da hast du die Hölle. Da musst du weg. Ja, aber wenn ich wegziehe, dann wird es ja auch nicht besser. Ich meine, ich möchte ja auch keinen Streit mit meinen Eltern. Wahrscheinlich wirst du aber erstmal Streit haben, da wirst du mit leben müssen. Es gibt da keine andere Lösung, als die Wahrheit zu sagen, Daniela. Willst du dich verstecken? Willst du lügen? Willst du dich verbiegen? Nein. Jetzt ist die Sendung vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. Daniela, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute.
Morgen ist mein Stargast Sophie Schütt, das heißt heute am Samstag um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt Sophie Schütt anrufen, euch mit ihr unterhalten. Schöne Nacht, bis morgen, tschüss.